Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Reaction- und Infovideo zu Path of Titans. Denn gestern ist das Nightstalker-Update rausgekommen. Ist übrigens gerade 1 Uhr in der Nacht, also sehr passend, dass wir es uns jetzt angucken. Genau, das ist rausgekommen und ich möchte mir jetzt mal mit euch gemeinsam den Trailer angucken und danach schauen wir uns auch noch die Infos zu dem Update an. Also da gehen wir dann nochmal in den Blog-Eintrag und schauen uns mal an, was so alles neu ist. Ich würde jetzt aber sagen, wir schnacken gar nicht lange, wir starten jetzt direkt in den Trailer. Ich werde übrigens ab und zu pausieren, wenn wir irgendwie irgendwas uns nochmal genauer angucken wollen. Deswegen, wenn ihr das Ganze ohne Unterbrechung haben wollt und in voller Atmosphäre, das Originalvideo verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Captured in-game with real players. Das finde ich ja mal cool, ne? Wenn die Trailer wirklich in-game gemacht wurden und da nichts irgendwie Cinematic gemacht, nachbearbeitet wurde oder irgendwas anderes. Weil ist halt immer blöd, wenn Trailer richtig cool aussehen und das Spiel im Endeffekt nicht. So finde ich es immer schöner und ich finde es auch immer schön, wenn darauf hingewiesen wird. Ich mach nochmal, ne, ich mach nicht so ganz zurück zum Anfang. Sorry, können einfach bis hier machen. The warm sun sets upon the sands of an ancient world. Its inhabitants welcoming it. Oh, neue Wassereffekte auf den Kreaturen. Da muss ich nochmal eben drauf achten, wenn die aus dem Wasser kommen. Hol ich nochmal zurück. Its inhabitants welcoming it as a sign to return home. Seht ihr das? Hier tropft es überall. Sieht sehr cool aus. Was mag ich immer? Its inhabitants welcoming it as a sign to return home. Mehr Details bei der Map. Marking the end. Also bei der neuen Map, bei der Gondwa-Map, das ist ja diese Inselkarte. Denk mal, damit ist jetzt gerade bei dem Ausschnitt hauptsächlich gemeint, wie viel hier schön rumliegt am Strand. Die Karte war aber vorher schon schön, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Wenn sie jetzt noch schöner ist, ist natürlich umso besser für uns. Marking the end of a strong day. As they dive deeper into the shroud of the woods, there are those who peer from deep within the shadows of the trees, watching. Boah, das ist richtig cool gemacht. Das ist halt so, die beobachten und planen. Und jetzt haben die gewartet, bis Nachteinbruch ist. Und jetzt wird wahrscheinlich angegriffen. Also sehr atmosphärisch das Ganze. Oh nein, Baby! Tu es nicht! Warum geht's in den... Oh mein Gott! Oh nee! RIP Baby! Oh, guck mal hier! Neue Verbesserungen und Fähigkeiten für die Raptoren und anderen giftigen Kreaturen bei Nacht. Interessant. Werden wir uns gleich nochmal genauer angucken, was das oder was damit genau gemeint ist. Okay, man wird schneller und stärker in Gruppen. Wahrscheinlich gibt es dann so Gruppenbuffs, gehe ich mal von aus, ne? Also so klingt das zumindest für mich. Okay, der Late Venatrix wurde auf jeden Fall überarbeitet. Das hat man gerade kurz gesehen. Ich wollte aber nicht pausieren.
Und es gibt einen neuen Raptor-Ruf, also dieses Gebrülle. Dieser bringt Terror to others, also der terrorisiert die anderen bei Nacht. Bin ich sehr gespannt drauf, nicht, dass er irgendwie zu nervig oder so wird. Ich würde aber gerne nochmal gucken, wo ist denn der neue, ist das nicht der Latte Venatrix? Werden wir gleich wahrscheinlich nochmal sehen, also ich spule jetzt mal nicht zurück. Ich habe nochmal eben eine Frage. War das gerade eine neue Attacke? Ich glaube schon. Also die, ich zeig's nochmal. Hier, jetzt. Die hier gemacht wird. Diese Jump-Attacke. Boah, wie cool das gemacht ist. Nicer Trailer, sehr gut. Bin gleich gespannt. Also viele Infos haben wir noch nicht bekommen, nur so ein bisschen angekratzt. Das Ganze ist jetzt schon verfügbar auf PC, Konsolen und Handy. Die Nacht wurde überlebt. Oh nein, das sind die Eltern, oder? Oh nee. Ohne Baby. Oh, da liegt... Oh nein. Ich weiß, das ist gerade sehr traurig, aber können wir nochmal eben festhalten, wie wunderschön Path of Titans ist? Ich liebe die Grafik von diesem Spiel. Es hat so eine schöne Atmosphäre. Es ist wunderschön. Oh. So traurig. Aber das war's. Also cooler Trailer, schaut da auf jeden Fall vorbei, der Original-Trailer ist unten verlinkt. Wir gehen jetzt aber nochmal in den Blogpost von dem Update. Ich habe das gerade schon mal grob überflogen und fasse das jetzt mal für euch zusammen. Hier ist erstmal ein wunderschönes Bild von einer Wüstenlandschaft. Das ist wahrscheinlich da, weil es einfach detailreicher ist als vorher. Ich finde die Felsformation sehr gut und auch die ganzen Details auf dem Boden. Sieht echt schön aus. Dann gibt es neue Fähigkeiten bei Nacht. Da wird auch ein Beispiel genannt, nämlich The Call of the Night Terrors, oder übersetzt auf Deutsch, der Ruf des Nachtschreckens, den bekommt der Latte Venatrix, das ist logischerweise ein Call, also ein Schrei von ihm. Und wenn er diesen Schrei macht, macht er nicht nur seinen Gegnern, die da rumlaufen, Angst, sondern er bekommt auch einen Boost für die Ausdauerregeneration und für den Schaden. Das heißt, er schreit nicht ganz umsonst, also macht es auch Sinn zu schreien und sich anzukündigen, um halt stärker zu sein, wenn man angreift. Aber man kann natürlich auch heimlich angreifen, dann hat man diesen Boost nicht. Muss man sich dann halt überlegen. Es gibt auch noch weitere Kampffähigkeiten. Unter anderem bekommt der Stegosaurus eine Fähigkeit, nämlich Solarbetrieben, oder ja doch, Solarbetrieben heißt es übersetzt, glaube ich. Da bekommt er dann verbesserte Ausdauerregeneration während des Tages. Der Ceratosaurus bekommt auch eine neue Fähigkeit, nämlich raue Schuppen. Das heißt, wenn man ihn angreift, bekommt man selber auch ein bisschen Schaden. Dann gibt es die neue Fähigkeit, Schwimmer haben, kann ich leider nicht übersetzen, irgendeine Membrane auf jeden Fall. Und wenn man das Ganze lernt, dann kann man unter Wasser besser sehen. Der Sarcosuchus, beziehungsweise das riesige Urzeitkrokodil, bekommt auch noch eine Fähigkeit. Ambush heißt sowas wie schneller Angriff, oder? So würde ich sagen. Also auf jeden Fall, wenn man das erste Mal angreift, bekommt man mehr Schaden für den Angriff, wenn man nicht im Kampf vorher war. Also das heißt, wenn man so ein bisschen lauert, den Gegner beobachtet und dann zuschlägt, hat man ein bisschen mehr Schaden, wenn man das Ganze gelernt hat. Und der Metriacanthosaurus bekommt die Mitternachtsbedrohung. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es richtig übersetzt ist. Auf jeden Fall bekommt der schnellere Ausdauerregeneration während der Nacht. Also sozusagen das Gegenteil von dem Stegosaurus. Der kriegt es am Tag. Der Metriacanthosaurus
Kantosaurus, Kantro habe ich gerade gesagt, ne? Der bekommt das Ganze bei der Nacht. Außerdem wurden auch optisch einige Kreaturen überarbeitet. Unter anderem der Alioramus, der Suchomimus, der Camptosaurus und der Latevenatrix. Diese wurden alle verbessert optisch. Hier sehen wir als allererstes den Suchomimus. Das ist die Vorgängerversion und das ist die neue Version. Die neue finde ich deutlich cooler, muss ich sagen. Der ist nicht mehr so abgerundet. Sieht auf jeden Fall bedrohlicher aus und hat jetzt auch viel längere Arme. Dann haben wir hier den Latevenatrix. Das ist die Before-Version, die kennen wir. Das ist die neue Version. Da finde ich auch die neue deutlich besser. Leider weiß ich jetzt nicht, was paläontologisch akkurater ist. Keine Ahnung. So gut kenne ich mich nicht aus. Ich finde aber bei beiden die neue Version deutlich besser. Bei dem Alioramus und dem Camptosaurus habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Aber ich denke mal, ich werde das auch mir dann nochmal mit euch in einem Stream oder so gemeinsam angucken, wenn wir dann selber mal spielen. Übrigens, ich streame aktuell regelmäßig auf Twitch und da kommt auch Path of Titans. Den Link packe ich auch unten in die Videobeschreibung. Würde mich selber ein Follow freuen. Das hier ist auch nochmal ganz interessant, denn unter Wasser hat sich auch einiges geändert. Es gibt ja Kreaturen, die Fische als Diät benutzen sozusagen oder als ja das, was sie halt präferieren an Nahrung. Zum Beispiel der Suchomimus. Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen, aber ihr wisst ja, welche ich meine. Also auf jeden Fall die Fischfresser, die können, wenn sie bestimmte Fischarten essen, können sie bestimmte Verbesserungen bekommen. Zum Beispiel, wenn sie Forellen fressen, bekommt man eine Blutungsheilung, also so ein Buff dafür, dass die Blutung schneller heilt. Macht natürlich Sinn, wenn man gerade gekämpft hat. Oder wenn man Schildkröten frisst, bekommt man über eine kurze Zeit verbesserte Rüstung. Von den Fischen wurde auch die Schwimmgeschwindigkeit verändert und auch die Menge der Fische wurde verändert, damit auch kleinere Dinosaurier und Kreaturen diese besser fangen können. Und außerdem gibt es auch noch neue Fischarten. Hier haben wir einmal den Wels, den, keine Ahnung, was das ist, Basilemus, ist wahrscheinlich auch irgendein Urzeitfisch. Dann gibt es Frösche und mehr. Und ja, Leute, das war's jetzt erstmal soweit mit den Infos zu dem aktuellen Update. Das Ganze werden wir uns auch noch irgendwann mal in-game angucken bei Twitch. Ich weiß noch nicht wann genau, aber wie gesagt, lasst gerne ein Follow da. Dann solltet ihr es eigentlich mitbekommen. Ja, es gibt hier aber noch ein paar Infos zu den Sachen, die noch uns bald erwarten. Die fasse ich jetzt auch nochmal ganz schnell für euch zusammen. Aber denkt bitte, die sind noch nicht im Spiel. Also die kommen erst mit den nächsten Updates. Es kommen auf jeden Fall neue Kampffähigkeiten, wie Tritte, Stampferattacken, ne? Gruppenattacken oder Gruppenfähigkeiten und passive Fähigkeiten. Was das genau ist, da bin ich sehr gespannt. Ein paar Beispiele kriegen wir jetzt aber zum Beispiel noch. Es gibt nämlich zum Beispiel den Konkavenator Tritt und damit kann man halt nach vorne dashen sozusagen und kann dann mit seiner Kralle Schaden verursachen. Dann bekommt der Metriacanthosaurus einen giftigen Schrei. Dieser verbessert den Giftschaden für 10 Sekunden. Das heißt, man muss dann wahrscheinlich einmal vorher diesen Schrei machen und dann greift man an und hat 10 Sekunden lang verbesserten Giftschaden. Dann gibt es die Fähigkeit Deinonychus Slicer. Da kann der Deinonychus einfach ein Stück Fleisch aus einem lebendigen Ziel rausbeißen. Das heißt, wenn er Hunger hat, kann er sich so einen kleinen Snack holen. Erinnert mich so ein bisschen an den Cookie Cutter Shark oder den Plätzchen-Ausstecher-Hai. Übersetzt irgendwie sowas. Den gibt es auf jeden Fall auch. Der sieht ganz seltsam aus und der schwimmt an seine Beute ran und macht so ein rundes Plätzchen aus der Haut raus und frisst nur das und lässt das Opfer dann am Leben. Daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Dann gibt es eine Gruppenattacke, nämlich die EO Triceratops Stampede. Das ist ein passiver Effekt und da wird halt der Trampelschaden erhöht für jeden Ceratopsian. Also es muss nicht mal ein EO Triceratops sein, sondern einfach nur von dieser Horngruppe, sage ich mal. Ja, halt von den Ceratops Topsiden da, Cyan, ach, keine Ahnung, wie es richtig ist. Ja, auf jeden Fall für jeden von diesen in der Gruppe bekommt man halt passiv mehr Schaden. Das heißt, wenn man eine große Gruppe hat und einfach wegrennt, kann man auch die Gegner einfach überlaufen. Und der Kentrosaurus bekommt einen Buff, wenn er alleine ist, nämlich den einsamen Survivor oder Überleber. Überleber klingt so komisch, ne? Überlebender.
einsamer Überlebender. So wird es übersetzt werden, oder? Ja. Auf jeden Fall bekommt er dann auch einen passiven Effekt, wenn er ganz alleine ist, nämlich verbesserte Rüstung und Manövrierfähigkeit. Aber nur, wenn er nicht in der Gruppe ist. Sobald er in der Gruppe ist, ist dieser Buff weg. Sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessante Fähigkeiten, die uns da warten. Hier seht ihr übrigens einmal von dem Concavenator diesen Ripping Kick. So sieht er dann aus. Da springt er halt mit seinen Klauen nach vorne und macht halt diesen Blutungsschaden. Dann gibt es als nächstes AOE-Attacken, also Area of Effect Attacks. Das heißt, hier sieht man ein ganz gutes Beispiel. Solche größeren Dinosaurier, wie zum Beispiel auch der Albertaceratops, das ist er hier, den haben wir auch gerade gesehen, und den Amagasaurus, die kriegen dann so eine Stampfattacke. Und mit dieser Stampfattacke machen sie einfach einen bestimmten, ja, hier sieht man das, glaube ich, sogar mit dem Staub, ne? Und Flächenschaden. Und alles, was dann in dem Bereich ist, bekommt dann auch Damage. Und es kommt auch noch ein Replay-Tool. Oh mein Gott, hat der lange Hörner hier. Was? Aber das scheint auch super interessant zu sein, weil man kann einfach im Nachhinein seine Szenen dann sich nochmal angucken, wenn ich das richtig verstehe. Genau, man kann Sachen aufnehmen, während man spielt. Und dann kann man es im Nachhinein nochmal sich wieder angucken, in Echtzeit. Und dann die Kamera einstellen und das Ganze dann wahrscheinlich mit so richtig coolen Kamerafahrten machen, so wie wir es gerade auch im Trailer gesehen haben, vielleicht so ein bisschen. Es wird dann auch so Effekte geben, wie zum Beispiel Tiefenschärfe oder Field of View. Tiefenschärfe ist zum Beispiel dieses Verschwimmen im Hintergrund, das sieht immer sehr cool aus. Field of View ist halt, wenn man so ranzoomt oder rauszoomt. Und ja, da wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr noch geben. Finde ich für mich persönlich sehr, sehr spannend. Aber ist ja immer so, wenn man so ein bisschen Videos und so produziert, dann liebt man solche Tools. Ich finde es richtig cool. Das hier fasse ich jetzt einmal grob für euch zusammen. Es wurden auf jeden Fall die Ausdauerwerte nochmal von allen Kreaturen überarbeitet und angepasst. Genauso wie der Blutungsschaden, der Giftschaden und der Knochenbruch. Der wurde auch von bei allen Kreaturen angepasst, dass es halt besser funktioniert, wenn ein kleiner Dino einen großen zum Beispiel angreift und sowas. Es wurde alles ein bisschen gebalanced. Dann wurden auch die Karten nochmal wieder verbessert und angepasst. Unter anderem hat zum Beispiel Gonvar einen Birkenwald bekommen. Beim Birkenwald-Biom. Das sieht man sogar hier auf dem Bild. Da sind die Birken. Sehr cool. Und allgemein wurden die halt nochmal ein bisschen verschönert. Oh, das sieht ja auch cool aus. Oh mein Gott. Diese Felsformation ist richtig cool. Und ein Musiksystem. Oha. Das Musiksystem ist auch richtig interessant, denn es gibt jetzt einen komplett originalen Soundtracks mit ganz vielen neuen Songs, die zur Atmosphäre beitragen. Und die Songs werden auch abgespielt, passend zum Spielgeschehen. Was genau damit gemeint ist, sage ich euch gleich nochmal genauer, das steht da nämlich noch. Aber erstmals wichtig, es überdeckt keine Dinosaurier-Calls oder Footsteps. Also die Musik ist dann auch so, dass sie nicht unbedingt das Spielgeschehen beeinträchtigt, weil man halt irgendwas nicht hört. Also es ist dann zum Beispiel so, dass sich die Musik halt anpasst, je nachdem in welchem Biom man zum Beispiel ist. Dadurch ändern sich halt die Musikinstrumente, die dort mit dabei sind. Und es ist auch so, dass zum Beispiel am Tag läuft dann eher so fröhliche Musik, würde ich jetzt mal so sagen, verspielte fröhliche Musik. Und bei Nacht wird es dann eher so ein bisschen bedrohlicher und unruhiger. Und es gibt auch eine Musik, die anfängt, sobald man im Kampf ist. Also so eine Kampfmusik gibt es jetzt sozusagen auch, die dann ein bisschen noch die Spannung steigert. Und das Ganze passt sich auch an, wie intensiv der Kampf ist. Wenn es nur ein kurzes Handgemenge ist, dann sind es zum Beispiel nur ein paar Drums und Beats, steht hier. Also so ein paar Trommler und Beats halt, dass es so ein bisschen losgeht. Und sobald es intensiver wird, dann kommen auch noch mehr Instrumente zum Einsatz. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da freue ich mich drauf. Und zu guter Letzt gibt es auch noch einen Random Color Button. Also da kann man dann hier auf diesen Würfel drücken und dann bekommt man hier eine Zufallsfarbe. Ist nur eine kleine Änderung, aber wenn es mal schnell gehen soll, man schnell was auswählen will, ist das ja auch mal nochmal ganz nett. Aber wie gesagt, diese Sachen, das sind alles Sachen, die kommen noch. Also alles, was hier drunter war, eine ganze Menge, also bis hier vorne, das kommt alles erst noch. Das, was wir jetzt bekommen haben, ist das, was hier oben stand. Aber trotzdem, sehr, sehr cooles Update und sehr, sehr coole Sachen, die noch auf uns zukommen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert und gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schaut gerne bei meinem Twitch vorbei, wenn ihr mal mit mir Path of Titan spielen wollt.
Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.